Willkommen zur 12. Videoreihe zum Thema lineare Differentialgleichung erster Ordnung. Das ist das erste von drei Videos und hier geht es um die Theorie. Dazu wiederholen wir zunächst einmal, was eine lineare Differentialgleichung erster Ordnung noch einmal war. Seien a und b vom Intervall i nach r stetige Funktionen. Dann nennen wir eine Differentialgleichung der Form y' von x gleich a von x mal y von x plus b von x. Eine lineare Differentialgleichung erster Ordnung. Das heißt, das ist einfach eine Differentialgleichung mit einer sehr speziellen Form. Warum heißt die erste Ordnung? Nun ja, weil von y nur die erste Ableitung hier einmal auf der linken Seite vorkommt. Warum eine solche Differentialgleichung linear heißt, habt ihr in der Vorlesung gemacht und steht auch im Skript. Und das würde ich euch allen nochmal empfehlen, nachzuschauen, denn das ist schon ein wesentlicher Bestandteil dieser speziellen Form. Vielleicht nochmal ein kurzes Beispiel, um das nochmal klarer zu machen. Y' gleich 3x²y plus e hoch 2x mal 3x² plus 2. Wir sehen, die Ableitung y' taucht nur einmal links auf. Rechts steht y auch nur ein einziges Mal mit dem Vorfaktor 3x². Das heißt, das hier ist in diesem Fall unser a von x. Und dann haben wir noch den sogenannten inhomogenen Teil, das ist das hier, da taucht y gar nicht auf und das ist unser b von x. Und immer wenn unsere Differentialgleichung diese spezielle Form hat, nennen wir sie lineare Differentialgleichung erster Ordnung. Oder natürlich, wenn wir sie in diese Form schreiben können. Zum Beispiel könnte ja einer dieser Faktoren hier auf der anderen Seite stehen, dann können wir es aber ganz leicht umformen, um die Differentialgleichung in diese Form zu bringen. Und das Besondere an Differentialgleichungen dieser Form ist, dass wir in der Vorlesung eine Formel für die allgemeine Lösung der Differentialgleichung hinschreiben konntet. Und das wollen wir jetzt wiederholen. Das ist der folgende Satz: Sei Groß A von x eine Stammfunktion von Klein A von x, dann ist y gleich e hoch Groß AX mal in Klammern Konstante plus das Integral von b von x mal e hoch minus groß a von x dx, die allgemeine Lösung der obigen Differentialgleichung. Was heißt das jetzt also für euch, wenn ihr als Aufgabe bekommt, eine Differentialgleichung dieser Form lösen zu sollen? Nun ja, wenn ihr gut im Auswendiglernen seid, dann macht ihr einfach das Folgende. Ihr identifiziert, was euer klein a von x ist, was ist euer klein b von x. Ihr bestimmt die Stammfunktion von a von x. Und rechnet einfach nur noch diesen Ausdruck aus. Das heißt, ihr schreibt es hin, habt dann auch hier ein Integral zu lösen und habt die allgemeine Stammfunktion bestimmt. Das funktioniert auch wunderbar und immer. Natürlich kann es passieren, dass man nicht so super gut im Auswendiglernen ist. Deshalb möchte ich jetzt in diesem Theorievideo noch einen alternativen Weg, wie man wieder auf diese Formel kommen kann, herleiten, als den, den ihr in der Vorlesung gemacht habt. Weil der, den ihr in der Vorlesung gemacht habt, ist zwar sehr elegant, sehr kurz und funktioniert wunderbar, aber man kann ihn sich vielleicht auch nicht so gut merken. Und deshalb möchte ich hier jetzt noch eine Methode aufzeigen, wie ihr, falls ihr diese Formel vergessen habt, hoffentlich wieder selbst auf diese Formel kommen könnt. Zum Beispiel in der Klausur, wo ihr sie nicht nachgucken könnt. Das wird jetzt kein vollständiger Beweis, sondern nur die wichtigsten Ideen der Herleitung. Ich habe hier die Gleichung nochmal aufgeschrieben, wobei ich jetzt die Variable x weglasse, um es ein bisschen kürzer zu machen. Also y' gleich ay plus b. Die erste Sache für die Herleitung ist das folgende allgemeine Prinzip, das man auch aus der linearen Algebra kennt. Wir haben hier eine inhomogene Gleichung mit einem homogenen Teil y' gleich a mal y und den inhomogenen Teil b. Und die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung ist jetzt von der Form allgemeine Lösung der homogenen Gleichung, also bei der wir das b weglassen, plus eine spezielle Lösung der inhomogenen Gleichung. Nochmal wiederholt, jede Lösung dieser Differentialgleichung ist von der Form, dass wir eine Lösung der homogenen Gleichung haben, plus eine spezielle Lösung der inhomogenen. Das heißt, wir können das Problem aufteilen in Lösen der homogenen und dann das Finden einer einzigen Lösung der inhomogenen Gleichung. Wie können wir nun die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung bestimmen? Die homogene Gleichung ist ja einfach nur y' von x gleich a von x mal y von x. Und hier sehen wir, das ist wieder eine spezielle Form von Differentialgleichung, die wir schon kennen.
Hier können wir nämlich Separation der Variablen anwenden. Das kennen wir schon, und wenn man das macht, erhält man am Ende, dass die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung, ich habe die hier mal yh genannt, von der Form c mal e hoch groß a von x ist, wobei c irgendeine reelle Konstante und groß a eine Stammfunktion von klein a ist. Wir haben also diesen ersten Teil hier gelöst. Jetzt müssen wir noch eine spezielle Lösung für den inhomogenen Teil finden. Und dazu machen wir den folgenden Ansatz. Wir machen den Ansatz, den man auch Variation der Konstanten nennt, dass eine inhomogene Lösung von der Form sein könnte c von x mal e hoch ax. Warum heißt das Variation der Konstanten? Naja, wir sehen schon, die homogene Lösung war von dieser Form, wobei c eine konstante Zahl ist. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob wir nicht eine Lösung der inhomogenen Gleichung finden können, indem wir annehmen, dass c auch variieren kann, also nun eine Funktion ist. Und wie überprüfen wir jetzt, ob wir eine solche Lösung finden können? Nun ja, wir setzen diesen Ausdruck einfach mal in die Differentialgleichung ein und gucken, ob wir das nach c auflösen können. Auf der linken Seite müssen wir also y' ausrechnen. Naja, wenn y dieser Ausdruck hier ist, erhalten wir nach der Produktregel c' mal e hoch groß a von x plus c mal die Ableitung von e hoch groß a von x. Und das ist ja die innere Ableitung, also die Ableitung von groß a, das ist einfach nur klein a nach Annahme, mal e hoch a von groß a von x. Und auf der rechten Seite steht die Funktion a klein a von x mal y, und y ist ja einfach nur oben wieder eingesetzt, plus klein b von x. Und wir sehen, dass wir diesen Term hier auf beiden Seiten haben, und wir können ihn auf beiden Seiten abziehen. Links nur noch c' von x mal e hoch groß a von x übrig und rechts nur noch b von x. Jetzt teilen wir durch e hoch a von x, erhalten c' von x gleich e hoch minus a von x mal b von x. Und wir sehen, dass das c, das wir suchen, einfach nur eine Stammfunktion von diesem Ausdruck hier ist. Unser Ansatz hat also funktioniert. Wir haben ein c gefunden, sodass das hier eine Lösung unserer inhomogenen Differentialgleichung ist. Und wenn wir das einsetzen, kriegen wir das y von x gleich Integral e hoch minus ax mal b von x dx mal e hoch groß ax eine Lösung der inhomogenen Gleichung ist. Und jetzt erinnern wir uns an das Prinzip von oben. Wir können die allgemeine Lösung der inhomogenen Gleichung hinschreiben, indem wir eine spezielle Lösung der inhomogenen Gleichung nehmen. Die haben wir jetzt gefunden. Plus die allgemeinen der homogenen Differentialgleichung. Und die haben wir ja oben auch schon bestimmt. Die allgemeine Lösung ist also einmal hier die allgemeine homogene Lösung, die war ja c mal e hoch groß a von x, plus eine spezielle Lösung der inhomogenen Gleichung. Und die haben wir bestimmt als Integral e hoch minus groß a von x mal b von x dx mal e hoch groß a von x. Jetzt können wir noch sehen, dass wir e hoch groß a von x ausklammern können. Dann haben wir wirklich genau die Form, die wir oben im Satz auch hatten. Wir bekommen also e hoch groß a von x mal in Klammern Konstante plus Integral e hoch minus ax mal b von x dx. Ich fasse nochmal zusammen. Wenn ihr eine lineare Differentialgleichung erster Ordnung habt, könnt ihr einfach mit Hilfe dieser Formel die allgemeine Lösung hinschreiben. Ein Weg, diese allgemeine Formel herzuleiten, ist es, zunächst die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung zu bestimmen. Das könnt ihr mit Separation der Variablen machen. Und dann eine spezielle Lösung der inhomogenen Differentialgleichung zu bestimmen. Das könnt ihr machen, indem ihr einfach den Ansatz wählt, Variation der Konstanten. Das heißt, ihr schreibt statt einer Konstanten c, c von x, setzt das in eure Differentialgleichung ein und guckt, was eine Formel für c rauskommt. Schaut euch auf jeden Fall auch die beiden Beispielvideos an, um die ganzen Sachen nochmal in Action zu sehen.